Hi, ich bin's wieder, eure Johanna. Und ja, heute rede ich über Schuhe. Und erstmal wundert euch nicht, warum die Sachen hier liegen. Ich habe gerade noch ein anderes Video gedreht. Und zwar Back to School Haul. Könnt ihr euch natürlich auch schon. Könnt ihr euch natürlich auch anschauen. Denn das ist jetzt natürlich schon draußen. Ja, auf jeden Fall. Wisst ihr ja, ich habe sehr große Füße. Wisst ihr alle, glaube ich, sehr höchstwahrscheinlich, weil es ist auch nicht so wirklich übersehbar. Was? Ach, egal. Auf jeden Fall habe ich große Füße. Wir haben jetzt diesen Entschluss gefasst. Und es ist schwer, schöne, bunte Mädchen-Frauenschuhe in meiner Größe zu finden. Und deswegen muss ich meistens in der Männerabteilung gucken. Da gibt es natürlich immer noch ein paar wunderschöne Schuhe, die auch etwas bunter sind. Ich zum Beispiel liebe Vans. Weil ja, die sind oft auch für Männer sehr bunt gehalten. Und ja, da habe ich so ein paar schöne Schuhe gefunden. Die haben 3 Euro gekostet oder so, weil die waren im Angebot und waren an sich nicht teuer. Und ja, da habe ich mich mal dazu entschieden, die einfach mal mitzunehmen. Da dachte ich mir einfach, naja, die sind schön, die waren schwarz-weiß. Die sind schön, kann man anziehen, mal vielleicht auch nur für den Strand oder so, weil die auch sehr sandalenhaft waren. Und dann, als ich zu Hause war, so ein paar Tage später, ist mir dann dieser Entschluss gekommen. Ich kann die doch anmalen und wenn was schief geht, dann ist was passiert. Wow. Ja, und deswegen habe ich diesen Mut in mir zusammengerissen. Was? Egal. Auf jeden Fall habe ich dann meine Schuhe angemalt und ja, davon blende ich euch jetzt ein Zeitraffer-Video ein. Das ist, wir haben das aus Versehen falsch rum aufgenommen, deswegen könnte es jetzt etwas kleiner sein. Ja, auf jeden Fall, falls ihr das dann nicht sehen wollt, weil es zu klein ist, könnt ihr auch einfach vorspulen. Ja. Okay, also ihr habt ja jetzt Zeitraffer da geguckt. Das sind die. Die wunderbaren Schuhe. Ja. Und die sind jetzt vielleicht schon etwas dreckiger oder abgenutzt, weil ja, ich habe die schon öfters getragen, weil die halt einfach so wunderschön sind. Und jetzt, wo die nicht mehr schwarz-weiß sind, passen die auch so gut zu vielen Outfits. Vor allem, wenn ich so Langhosen wie jetzt trage, die auch so weit sind, passt das richtig gut dazu. Und ich finde die so schön. Hier ist manchmal ein bisschen die Farbe leer gegangen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber es ist ja nicht so schlimm, weil das sieht man ja nicht. Und außerdem ist es in. Und hier bei dem Gelb war es auch knapp, da war die Farbe auch fast leer. Aber das sieht noch ein bisschen besser aus als das Blau. Ich finde die richtig toll. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, was ihr von den Schuhen haltet. Ja, habt ihr eigentlich auch schon mal eure Schuhe angemalt oder irgendwie dekoriert mit Perlen oder sowas? Schreibt es in die Kommentare. Ja.
So, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir doch mit einem Daumen nach oben. Und dann würde ich auch mal sagen, bis zum nächsten Video. Und tschüss!